Ich stelle hier einmal den Kursraum einer Moodle-Lernplattform im Fach Chemie auf Lernraum Berlin vor. Sind Teilnehmer zum ersten Mal auf dieser Webseite, müssen Sie hier einen neuen Zugang anlegen. Dazu ist es wichtig, dass auch die E-Mail-Adresse mit dem Passwort für den neuen Nutzer bekannt ist. Nach dem Ausfüllen des Fragebogens erhält man zu der angegebenen E-Mail-Adresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Erst danach ist man auf der Plattform registriert. Nach erfolgreicher Registrierung kommen hier die Anmeldedaten rein. Also der Anmeldename und das von Ihnen gewählte Passwort. Anschließend klickt man auf Login. Das ist der sogenannte Startbildschirm. Hier ist ein Bereich zur Navigation. Hier sind die Einstellungen. Das heißt, unter meinem Profil kann ich zum Beispiel auch mein Passwort später ändern. Dann gibt es hier das Hauptmenü und meine eigenen Dateien. Unter meine Kurse finde ich alle Kurse, in denen ich eingetragen bin. Nehmen wir das Beispiel Metalle. Hier sieht der Bildschirm wiederum ähnlich aus wie beim Eingangsbildschirm. Allerdings hat sich dieser Menübereich Navigation jetzt natürlich verändert. Über den Navigationsbereich kann ich schnell mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bzw. mit den Lehrern Kontakt aufnehmen. Außerdem finde ich hier die einzelnen Rubriken, die in diesem Kurs enthalten sind. Und zusätzlich finde ich im untersten Punkt meine Kurse. Des Weiteren finde ich unter den Einstellungen meine Bewertung. Sollten also Tests oder Aufgaben vergeben worden sein, die benotet werden, finde ich unter den Bewertungen alle Angaben, welche Noten ich erreicht habe. Auf der rechten Seite habe ich im obersten Teil meine Nachrichten bzw. neue Nachrichten. Im Kalender können auch Termine farbig unterlegt sein. Der mittlere Bereich ist der eigentliche Kursbereich. Im obersten Punkt habe ich allgemeine Informationen, Nachrichten von den Lehrern, Neuigkeiten, Hilfe bzw. wenn vorhanden ein Glossar. In dem vorliegenden Kurs wurde häufig mit Datenbanken gearbeitet. Das hat den Vorteil, dass viele Informationen in einer Datenbank erfasst werden können. Nach den allgemeinen Informationen kommt der eigentliche Kursinhalt, das Thema Metalle. Metalle, die Metallbindung. Hier ist zum Beispiel einmal eine Zeitleiste über die Entdeckung der Gebrauchsmetalle. Fährt man an ein Bild heran, erkennt man die Informationen, die dahinter stecken. Des Weiteren finden sich hier zahlreiche Präsentationen zu verschiedenen Metallen. Wie wir auf dem Bild erkennen können, sind hier mindestens 5 verschiedene Präsentationen erreichbar, obwohl auf den ersten Blick nur ein Bild erkennbar ist. Öffnet man dieses, erhält man ein sogenanntes Buch. Bei dem Buch ist wie im normalen Buch hier wiederum ein Inhaltsverzeichnis zu sehen und ich kann ganz normal blättern. Diese Darstellung hat natürlich den Vorteil, dass wiederum viele Informationen konzentriert gesammelt werden können. Sollte ich mit der Bearbeitung dieses Buches fertig sein, kann ich hier oben über diese kleine Leiste wieder zurück zum eigentlichen Kurs gehen. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich wieder am oberen Teil des Kurses lande. Nachdem ich dieses Buch mir angesehen habe, taucht hier plötzlich ein kleines Häkchen auf. Es gibt unterschiedliche Kästchen. Bei diesem Kästchen kann ich von Hand markieren, dass ich das Material gesichtet habe, während das gestrichelte Kästchen so gestaltet ist, dass ich dieses Material, was sich dahinter verbirgt, erst sehen muss, bevor der Haken auftaucht. Wir finden auch innerhalb dieser Bücher zum Beispiel kleinere Animationen, die direkt erstellt wurden für den Unterricht.
Beziehungsweise, wie hier in dem Fall, auch Versuche, die im Unterricht vorgeführt wurden und gefilmt wurden, sind hier enthalten. Diese Filme sind zum Teil vertont. Bei älteren Filmen handelt es sich zum Teil auch um vertonte Aufnahmen. Die Hinterlegung von Filmen mit durchgeführten Versuchen hat den Vorteil, dass Schüler vor einer Klausur oder Schüler, die krank waren, diese Versuche trotzdem nachvollziehen können. Außerdem gibt es in diesem Kurs auch noch sogenannte Lektionen. Das bedeutet, bei diesen Lektionen handelt es sich wiederum um Lerneinheiten, in denen Schüler quasi sozusagen sich Informationen selbstständig erarbeiten. Sie bewegen sich innerhalb der Lektion vorwärts, lesen Texte und beantworten dazu Fragen. Diese Fragen können Multiple-Choice-Fragen sein, wahr oder falsch. Es gibt Aufgaben mit Kurzantworten, es gibt Lückentexte. Je nachdem, sollte eine Frage nicht oder falsch beantwortet sein, kriegt man den Hinweis, dass man zurückgehen soll und die Antwort eingeben soll. Zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten bzw. Klausuren besteht die Möglichkeit, dass Schüler auch einen sogenannten Test durchführen. Da wir keine direkten Online-Tests im Computerraum durchführen, haben wir uns angewöhnt, dass die Schüler diese Tests nur zur eigenen Vorbereitung nutzen. Das heißt, eine Bewertung für die Abschlussnote erfolgt bei uns nicht. Diese Tests sind so eingestellt, dass sie mehrfach wiederholbar sind und dass am Ende der Durchschnitt berechnet wird. Die Fragen zu den Tests befinden sich auf einer Seite und in den meisten Fällen sind diese Tests so eingestellt, dass die Fragen und Antworten gemischt werden. Hier sieht man eine typische Lückentextfrage, Multiple Choice, und in diesem Fall zum Beispiel eine Zuordnungsfrage. Das heißt, in diesem Fall sind Antworten vorgegeben und die entsprechenden Antworten müssen den Nummern im Bild zugeordnet werden. Nach Abschluss des Tests erfolgt die Abgabe. Die Schüler klicken auf Weiter. Sie erhalten jetzt einen Hinweis, welche Fragen beantwortet sind bzw. welche bisher noch nicht beantwortet waren. Sie können dann entscheiden, möchten Sie zurückgehen zum Versuch oder wissen Sie die Antwort nicht und geben ab. Die Abgabe ist endgültig, das heißt, die Antworten können nicht mehr bearbeitet werden. Ist die Abgabe erfolgt, bekommt der Schüler folgende Auswertung. Gesamtpunktzahl wären 48, erreichte Punkte in dem Fall ist leider nur einer. Fehler sind für die Schüler, wie hier zu sehen, sofort erkennbar. Aufgaben, die richtig beantwortet wurden, sind ebenfalls sichtbar. Zur Kommunikation innerhalb des Kurses gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen besteht die Möglichkeit, dass Nachrichten von den Kursleitenden an die Schüler versendet werden. Hierbei handelt es sich um Nachrichten und Ankündigungen, die allgemein den Unterricht betreffen. Das heißt, eine Antwort hierauf ist nicht möglich. Ferner besteht die Möglichkeit, dass die Schüler gleich um Hilfe bitten können. Hier besteht die Möglichkeit, ein neues Thema hinzuzufügen. Die Einträge, die hier erfolgen, können per Mail an alle Teilnehmer des Kurses versandt werden, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, die aufgetauchte Frage zu beantworten. Ich möchte noch kurz das Glossar vorstellen. Das Glossar ist nach Alphabet geordnet und bietet immer eine Erklärung zu einem Begriff an.